Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Stranded Deep. Es ist ein Update herausgekommen. Es ist mal wieder soweit Update-Zeit. Und zwar ein Hotfix. H2, also Hotfix 2. Das zweite Hotfix. Und im Endeffekt hat sich eigentlich nicht viel verändert. Da gibt es ein paar wichtige Dinge zu sagen. Also die von Beam Team Games, die Entwickler, die haben halt gesagt, sie möchten nicht irgendwie jeden Monat zu einer bestimmten Zeit ein halbgares Update rausbringen, in dem sich kaum was verändert. Das war ja bisher immer das Problem. Sie wollen jetzt quasi größere Abstände lassen zwischen den Updates und dann aber wirklich was verändern. Ey, und da oben ist wieder ein Flugzeug. Wie schön. Das ist jetzt so denen ihre Herangehensweise. Sie wollen ein paar größere Sachen angehen. Sie wollen zur Unity Engine 5 übergehen, also zur neuen Version der Engine. Sie wollen das Terrainsystem überarbeiten, sie wollen den Ozean überarbeiten, sie wollen viele Sachen für das Koop-Spiel implementieren, was ja noch kommen soll. Sie wollen ein Spielermodell mit Schatten und Texturen implementieren, weil momentan bin ich selber ja zum Beispiel noch unsichtbar. Man sieht nur den Schatten von meinem Kompass rumfliegen in meiner Hand. Ja, da. Wollen sie auch noch machen. Sie wollen ein vernünftiges Audiosystem implementieren, weil wir haben es ja schon gemerkt, wenn ich jetzt hier den Turm hochgehe, wenn ich es irgendwann mal schaffe, den Turm hochzugehen, ihr merkt schon, ab hier hört man schon kaum noch was. Da hört man eigentlich fast gar nichts mehr. Und wenn ich in der dritten Etage bin, Stille. Ja. Vollkommen unlogisch. Und das liegt wohl daran, dass das Audiosystem nicht gut ist und dass sie halt, sagen sie selber von sich, keine Experten in Sachen Audioprogrammierung sind. So, was wollen sie noch machen für diese großen Updates? Ist auch noch geplant ein neues Loot-System. Sie wollen das System fürs Bauen wollen sie komplett überarbeiten mit neuen individuelleren Strukturen, die sie dann implementieren wollen. Keine Ahnung, wie sie es genau machen wollen. Ist noch ein bisschen vage formuliert. Sie wollen ein Werkzeug-Crafting-System implementieren. Sie wollen das Wetter verbessern, also das Wettersystem. Sie wollen einen Map-Editor implementieren und Modding-Tools. Das klingt auch sehr interessant. Und einen Haufen andere Sachen. So, das sind die Sachen, die sie machen wollen, ja? Das hat also mit dem Update hier erstmal noch gar nichts zu tun, ja? In dem Update, was sie jetzt hier gemacht haben, haben sie quasi nur kosmetische Sachen gefixt. Und es gibt wohl auch kaum neuen Content. Das einzige an neuen Content, was es wohl gibt, ist ein Werkzeug zum Beschriften von Dingen. Also ich kann Dingen jetzt quasi irgendwie einen Namen geben, wenn ich denn dieses Gerät dazu gefunden habe. Weiß nicht, also ich könnte zum Beispiel wahrscheinlich diesen Support hier einem Namen geben, wenn ich das denn will, ja. Es ist jetzt vielleicht kein wahnsinnig tolles Feature, aber das soll wohl irgendwann mal noch ausgebaut werden. Die wesentlichen Änderungen beziehen sich eigentlich auch auf die Art und Weise, wie sich Tiere verhalten, insbesondere die Haie. Die Haie machen jetzt wohl mehr Schaden, wenn sie angreifen, sind dafür aber weniger aggressiv und spawnen wohl auch nicht so häufig. Das ist wohl mit einer der wesentlichen Änderungen, wie ich das mitbekommen habe in den Patch Notes. Was auch eine wesentliche Änderung ist, in Bezug auf diese regelmäßigen Updates, ist es wohl so, dass die Version, auf der ich mich jetzt befinde, die H2, eine stabile Version ist. Und zwar soll das wohl die letzte stabile Version sein, die definitiv lauffähig ist von dem Spiel, und alle Updates, die danach kommen, die sind nicht mehr garantiert 100% stabil. Also da werden sie wohl dann Dinge ausprobieren und implementieren, die das Spiel potenziell unspielbar machen können. So habe ich das verstanden. Ja? Das heißt, ja, alles was danach kommt, ist hochgradig experimentell. Und wer halt ein stabiles Spiel will, das haben sie gesagt, der soll halt diese Version spielen, die H2. Und wer experimentelle Builds spielen will und damit kein Problem hat, dass das Spiel vielleicht des Öfteren mal abstürzt, der kann halt die zukünftigen Updates dann ausprobieren. Direkt, wenn sie rauskommen. Ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen,
naja, zwiegespalten, was diese Ideen angeht, beziehungsweise was diese Herangehensweise angeht. Erfahrungsgemäß in der Vergangenheit war es irgendwie mehr oder weniger so, dass dieses Herangehensweise bei Spielen, die jetzt nicht so eine große Fanbase haben, zum Beispiel Spiele, die jetzt nicht irgendwie einen Minecraft-vergleichbaren Hype haben, etwas gefährlich, wenn man sagt, man bringt nicht mehr so regelmäßig Updates raus, weil im Endeffekt das, was das Spiel für die meisten, auch meiner Zuschauer höchstwahrscheinlich, noch interessant gemacht hat, sind eben die regelmäßigen Updates. Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das auch ein Grund, warum ich das Spiel immer noch gespielt habe, weil ich immer auf die Updates gebaut habe, die regelmäßig kommen. Wenn die jetzt sagen, Updates kommen nicht mehr so regelmäßig und in größeren Abständen, naja, dann frage ich mich ehrlich gesagt eigentlich noch, warum ich dann in der Zwischenzeit das Spiel dann überhaupt noch spielen soll, weil im Endeffekt, ich habe ja eigentlich schon alles gesehen. Wenn ich nicht mein Ziel hätte hier mit dem Turm, hätte ich jetzt eigentlich gar keinen Grund mehr, das Spiel noch zu spielen. Ne? Das ist so ein bisschen, ja, naja, das ist, ich will nicht sagen, der Anfang vom Ende von so einem Spiel, aber in der Vergangenheit war es des Öfteren dann so, dass so ein Spiel, gerade wenn die dann so angefangen haben von wegen, ja, wir wollen irgendwie neue Engine oder neue Versionen von der Engine übernehmen, war das meistens immer kein gutes Zeichen, will ich sagen. Also das ist immer so ein bisschen, ich will denen nichts unterstellen oder so, ja, aber das ist so meine Auffassung, also so fasse ich das jetzt auf. Ich sehe das so ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass die das hinkriegen. Hör, wieso ist mein Inventar leer? War das schon immer leer? Gerade habe ich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Meine Werte sind in Ordnung. Ja, ich nehme mal so eine Crude Axe. Nehme ich mal mit. Und ich würde sagen, ich habe jetzt sehr lange geredet zum Thema Update und so. Und ich würde sagen, wir können ja auch mal ausprobieren, ob die Haie wirklich nicht mehr so wahnsinnig aggressiv sind. Oh, da liegt der. Ach ja, ich habe ja zwei Paddel und so. Wir können das ja mal ausprobieren, ob die Haie wirklich nicht mehr so aggressiv sind. Ich kann ja mal zu einer Insel fahren. Und zwar kann ich ja mal fahren zu der Insel da. Da ist nämlich auch so eine kleine Fitzelinsel. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Ich schau mal gerade, in welche Richtung das ist. Das ist ja fast präzise genau 50 Grad Nordost. Dann würde ich sagen, fahren wir da mal hin. Ne? Dann haben wir wieder was zu tun. Und dann können wir gleich mal gucken, wie oft wir angegriffen werden unterwegs. Das interessiert mich nämlich mal richtig brennend. Weil, ja, wie gesagt, die haben da einiges verändert, wie sich die Haie verhalten. Also während wir jetzt zu dieser weit, weit entfernten Insel fahren, kann ich ja mal auf die Patch Notes eingehen kurz. Also es sind natürlich mal wieder ein paar Bugfixes gemacht worden. Was vielleicht ganz wichtig ist zu erwähnen, falls ihr euch wundert, warum ihr euren Spielstand nicht mehr laden könnt, das Spiel speichert jetzt die Dateien anders ab. Also das heißt, es wird, wenn ihr das Spiel jetzt startet, nachdem das Update kam, ein Ordner erstellt in dem Unterverzeichnis von Stranded Deep in Steam Apps Stranded Deep. Also müsst ihr halt gucken, wo ihr Stranded Deep installiert habt, in welchem Verzeichnis. Und dann unter Steam Apps kommen Stranded Deep. Und da gibt es einen Data Folder in diesem Stranded Deep Verzeichnis. Und in diesem Data Folder erstellt das Spiel, wenn ihr das nach dem Update startet, einen Ordner mit eurer Steam ID. Und in dem darüberliegenden Ordner befindet sich eine Datei, die heißt Save. Und was ihr eigentlich nur tun müsst, um diese Save-Datei, die euren Spielstand enthält, weiter verwenden zu können, ist, ihr müsst diese Datei kopieren, einfügen in dieses Unterverzeichnis mit eurer Steam-ID, das nach eurer Steam-ID benannt ist, und diese Datei in diesem Unterverzeichnis dann so benennen, wie der Ordner, in dem sich die Datei befindet. Das ist dann eine ziemlich lange Nummer. Also bei mir war es eine ziemlich lange Nummer, die wohl meine Steam-ID repräsentiert. Und dann könnt ihr im Menü wieder auf Continue drücken. Ja, was unglaublich wichtig ist, ja, eine wahnsinnig wichtige Änderung, eine revolutionäre Änderung, würde ich fast sagen. Die Spieler-Sounds, die der macht, also dieses das Gestöhne quasi, ist jetzt zufälliger gemischt. Also, ja, das ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Änderung. Haie regenerieren Leben, wenn sie nach 320 Sekunden keinen neuen Schaden mehr bekommen haben, fangen sie an, das Leben zu regenerieren, das sie verloren haben beim letzten Angriff. Und sie machen mehr Schaden, wie gesagt. Ich
weiß nicht so recht, ob mich das freuen soll oder nicht, dass Haie mehr Schaden machen. Irgendwie finde ich das nicht so cool. Ach ja, genau, und die Haie verlieren das Interesse am Spieler, wenn der sich auf Land befindet. Und sie werden nicht mehr so aggressiv gegenüber dem Boot. Also wenn der Spieler im Boot ist, überlegen sie sich anscheinend zweimal, ob sie das Boot angreifen. Finde ich auch gut. Finde ich auch eine gute Änderung, weil das war echt absurd. Also wie krass die Viecher teilweise abgegangen sind. Ich weiß auch, dass das viele andere Leute genervt hat, die das Spiel gespielt haben. Es ist einfach nur sinnlos. Also ich meine, ich will nicht unterstellen, dass Haie in freier Natur das gar nicht machen. Ja, aber ich sag mal ganz ehrlich, wie oft hört man das denn? Also mal ganz ehrlich, wie oft hört man Berichte, dass ein Hai jemanden im Boot, also im Boot angreift, um denjenigen rauszuschubsen? Also doch eigentlich gar nicht, oder? Also ich habe sowas noch nie gehört, ganz ehrlich. Man hört es immer mal, dass ein Surfer, der auf dem Board ist und da rumpaddelt und aussieht wie eine Robbe, weil der Hai ihn für Nahrung hält, mal kurz reinbeißt. Und dann lässt der Hai aber auch schon ab, weil er merkt, ey, das ist ja gar keine Robbe. Ja? Das hört man relativ häufig, aber ich habe noch nie gehört, dass Haie ein Gummiboot umschubsen. Also ganz ehrlich, das habe ich noch nie gehört. Ich meine, gut, ihr könnt mir gerne, wenn ihr da Beispiele habt oder so, ja, ich will ja, wie gesagt, wenn da Hai-Experten unter uns sind, die da mehr wissen, oder vielleicht ist ja jemand unter den Zuschauern, der vielleicht auch schon mal von einem Hai aus dem Boot geschubst wurde. Ich will nicht unterstellen, dass sowas gar nicht passiert, aber man hört's. Also, ich habe es noch nie gehört, ganz ehrlich. Habe ich noch nie gehört. Und da fand ich das auch irgendwie ein bisschen komisch, dass die da bei dem letzten Update, beziehungsweise in der Wiki steht es ja irgendwie auch drin, dass das das Verhalten echter Haie repräsentieren soll oder imitieren soll. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie gehört, ganz ehrlich. Es ist richtig, dass irgendwie manche Haiarten unterschiedlich aggressiv sind, also dass es aggressivere Haiarten gibt als andere. Aber so, ich weiß nicht. Also es ist einfach zu krass gewesen, sagen wir es so. Und dass sie mehr Schaden austeilen, finde ich dann auf der anderen Seite wieder realistischer, weil es tatsächlich ja so ist, wenn du vom Hai gebissen wirst und wenn der Hai dann auch noch groß ist, egal ob der Hai das jetzt absichtlich gemacht hat oder nicht, aber es ist in den meisten Fällen fatal. Also das, finde ich, ist eine gute Änderung, dass sie weniger aggressiv sind, aber dafür mehr Schaden austeilen, wenn sie mal aggressiv gemacht wurden. Das finde ich gut. Finde ich eine wesentliche gute Änderung. Also, da vorne ist eine Flosse, guckt euch das mal an. Da können wir es gleich mal testen. Können wir gleich mal schauen, ob das wirklich so ist. Okay, das ist jetzt die Angriffsmusik, ne? Na? Was macht er? Was macht er? Was wirst du tun? Was ist das denn da links? Da ist irgendwas im Wasser. Irgendein Stumpf. Ach, der, es ist ja jetzt Frühling und, ja, es ist Frühling. Das Ding ist halt, es ist unglaublich hell, die Sonne scheint wie bekloppt. Und anstelle, dass ich das schöne Wetter genieße draußen, heute ist ja irgendwie Sonntag, der 3. Mai, anstatt sich das schöne Wetter draußen genieße, hocke ich hier drin und spiele Stranded Deep und glotze hier auf diesen dunklen Bildschirm und bin irgendwie voll geblendet. Also ich kann kaum was erkennen gerade. Es ist so ein, mehr oder weniger eine Blindfahrt. Ich kann die Insel vor mir erkennen und so ein paar Sachen, die so im Wasser passieren. Aber das Wasser ist für mich gerade so ein bisschen so mehr oder weniger eine schwarze Fläche. Euch wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, wenn ihr das Video anguckt und es ist bei euch hell. Ja, also der Patch, der jetzt rauskam, der ist jetzt nicht wirklich so wahnsinnig interessant, was den Inhalt angeht. Man muss es einfach so sagen, es ist eigentlich mehr oder weniger uninteressant. Ja. Und das, ich hoffe, dass irgendwie in der näheren Zukunft, sagen wir mal so wenigstens Mitte Mai, dann ein größeres Update kommt, wo ein bisschen mehr passiert. Weil ansonsten, wenn wirklich nur noch in großen Abständen echter neuer Content geliefert wird. Ich meine, gut, wenn sie es dann wirklich so machen, wie sie sagen, dass dann wirklich auch das Spiel sich fundamental verändert, dann ist es wieder was anderes irgendwie, dann ist es wieder cool. Aber ich habe da ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ob sie das wirklich hinkriegen, weil es ist ja auch kein großes Team. Das kommt auch noch dazu und sie suchen ja auch irgendwie Leute, die bestimmte Fähigkeiten haben, um das eben alles umzusetzen.
Naja, ich sag's mal so, schauen wir mal, warten wir mal ab, ne, ob sie das wirklich so machen. Ich bin da immer so ein bisschen pessimistisch, weil ich hatte jetzt am eigenen Leib mehrere Negativbeispiele erfahren von Early Access Games, wo es eben nicht so gut gelaufen ist. Allen voran natürlich hier, na, ihr wisst schon, das Dino-Spiel. Das war leider ein ziemlicher Rohrkrepierer, wenn ich das mal sagen darf. In Sachen Updates und Patches. So, was ist denn das jetzt hier für eine Insel eigentlich, wo ich jetzt hier bin? Ich wette, hier war ich schon mal. Schauen wir uns das mal kurz an. Licht an. Oh, hier war ich noch nicht. Doch, natürlich war ich. Ja, ich war hier schon. Okay. Alles klar, alles klar, alles klar. Warum gibt es hier so wenig Palmen? Oh Gott. Oh Gott, hier gibt es ja gar keine Palmen mehr, oder? Ah, doch, hier hinten. Hier habe ich auch schon was umgeachstet. Okay, aber es geht noch mit Essen und Trinken. Also, es ist noch nicht akut. Und hier hängen auch noch Kokosnüsse an den Palmen. Okay, dann würde ich sagen, die Folge ist an der Stelle zu Ende. Bis zur nächsten Folge Stranded Deep. Bis dann, ciao, ciao.